Hallihallo Freunde und herzlich willkommen aus meinem Garten. Ich wollte mal kurz mal ein Zwischen-Update-Fazit geben, was so in dieser Woche alles passiert ist, beziehungsweise was euch noch erwartet demnächst und so weiter und so fort. Ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Lorenz. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid auf diesem Kanal, denkt dran, abonnieren, teilen. Ihr verpasst keine aktuelle Folge von unseren Folgen, die wir gedreht haben, drehen werden oder wie auch immer. Ja, also alle wichtigen Informationen. Und auch allgemein immer wieder bekannt zu geben, unser Forum. Meldet auch gerne euch bei unserem Forum an und bestimmt mit unserer Community gemeinsam, was wir demnächst für euch vielleicht drehen sollen. Meinetwegen irgendwelche Videos hier bei uns aus dem Garten, aus unseren Schuppen, irgendwelche Bauarbeiten und so weiter. Das könnt ihr alles mitbestimmen. Ja. Heute Abend, 20:15 Uhr, eine der letzten Premieren. Ja, ich weiß nicht, wie viele Folgen davon noch genau kommen, aber so viele kommen nicht mehr. Von meinem Opa, von meinen Reisen. Ja, oder von meinem Oma und Opa sind beide mittlerweile schon längst leider verstorben. Gott hab sie selig. Aber wir haben uns ja gesagt von Arte, wir bringen alle Folgen, die mein Opa selber mit seiner Kamera aufgenommen hat, online, damit die Nachwelt was davon hat. Mallorca-Reisen war dabei. Ich glaube, Ibiza war mit dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade sich in dem Folgenaktuell befinden. Wir haben jeweils so ungefähr eine halbe Stunde Folge immer gebracht, weil das ist ein großes Videomaterial gewesen, was wir da hatten. Damit die ganze Welt die Busreise, Seniorenreise mit ansehen kann und das Ganze so ein bisschen genießen, zelebrieren kann, die Reise. Ja. Allgemein ist es auch für manche interessant, vielleicht so ein bisschen so gucken, wie sah es in manchen Bereichen auf Mallorca meinetwegen vor teilweise 20 Jahren aus. Ja. Also es ist schon sehr interessant und auch teilweise altes Videomaterial, was wir da bei euch veröffentlichen. Heute Abend 20:15 Uhr eine neue Folge davon. Dann kurz etwas, was ich bei mir noch im Garten machen will, bevor ich gleich zu einem Thema komme. Ach so, apropos Thema. Teilweise enthalten die Videos, weil ich muss auch Geld verdienen irgendwo, Werbung. Ja, da wird von YouTube eingeblendet Werbung. Teilweise enthalten die Videos aber auch keine Werbung, die von YouTube eingeblendet werden kann, wegen Urheberrecht. Ach, das Thema Urheberrecht, das kennen wir ja schon zugute auf meinem Kanal mittlerweile. Es gibt Firmen, die können durch YouTube, allgemein Algorithmus, Urheberrecht anmelden, dann passiert nichts mit den Videos. Quasi, ich kann denn die Videos keine Werbung drauf machen oder es kommt Werbung, aber der Künstler erhält dann dementsprechend Geld für die Wiedergabe und so weiter. Also die meisten Firmen, die von Arte auf YouTube Urheberrecht anmelden oder angeben, die machen nichts weiter, weil für Firmen oder auch für Musiker ist es von Arte Werbung im positiven, aber auch im negativen Sinne. Es ist Werbung für die. Ja, egal wie man sieht. Und die meisten Firmen sagen nicht halt dabei Scheiß drauf. Ja, um das nicht böse gemeint zu sagen. Also es gibt manche Firmen, die reagieren da sehr arg drauf. Und manche Firmen, oder die meisten Firmen sagen sich, oh, mach doch ruhig. Ist egal. Wir kriegen davon auch unser Pfennig ab oder wie auch immer. Ja, also Urheberrecht kann sein. Bei der Folge heute, glaube ich, ist es auch so, dass ich von der Art, da bei diesem Video gar kein Geld dran verdiene, aber es ist ja nur ein Teil zur Erinnerung. Ne? Kann auch passieren, heute jetzt bei diesem Video ist kein Geld verdiene, weil wir haben draußen die Beschallungsanlage laufen, Musik laufen. Und wenn wir schon mal das Thema Urheberrecht haben, wir haben mittlerweile auch ein bisschen Informationen erhalten von unserem Rechtsanwalt in Sachen Urheberrecht und kein Urheberrecht. Urheberrecht ist, ich habe hier vor mir was, ein gutes Beispiel hat stehen. Urheberrecht ist von da so. Wie gesagt, die meisten Firmen sagen nichts. Ja? Ich dürfte dieses Produkt hier von Formil in die Kamera, rein zeigen und auch erwähnen. Ich gucke mal so, wie die Verpackung aussieht. Ja, ist eine Plastikverpackung und ups, da ist noch mehr Haken bei. So, einen Augenblick. So und so sehen die Waschbäder aus. In diesem Fall keine drin. Ich habe die nur für meinen Garten als Wegräumartikel. Ja? Das ist also urheberrechtlich vollkommen okay. Das zählt mich zur Meinungsfreiheit. Ich darf einen Artikel in die Kamera zeigen, ihn bewerten, meine Meinung zu diesem Produkt sagen, wenn ich mit dem Produkt auch nicht zufrieden bin. Zum Beispiel habe ich irgendwas davon, wenn ich nicht ganz zufrieden bin. Da könnten wir es gleich mal so, hier zum Beispiel. Na, ich nehme mal gleich das vor mir. Es gibt ja diese von Gardena, diese komischen, ne, gibt es von verschiedenen Firmen, nicht nur von Gardena, sondern auch Billigfirmen, die das Ganze schon nachkopiert haben mittlerweile. Und da kann man auch teilweise wirklich sagen, wir haben jetzt keinen Test hier bei vorliegen,
Und ich glaube, ich sag mal so rum, da ist mir kein Name drauf. Es gibt Firmen, da muss man wirklich sagen, kaufst du billig, kaufst du doppelt. Bei diesen Anschlusssets, da wir ja auch bei uns im Garten mit Wasser arbeiten, muss ich sagen, kauft lieber ein etwas teureres Produkt, weil diese Billigdinger, auch wenn man den Schlauch richtig schön festzerrt mit der Schraube, tropfen meistens nach. Und das ist dann quasi Wasserverlust, was wir ja nicht haben wollen bei einer Schlauchverbindung, die man quasi über Stecksystem macht. Ja, das hier ist zum Beispiel ein Billigprodukt, das tropft. Habe ich auch ein Ladiergerät dort da? Ich weiß es gar nicht. Es gibt auch so eine Geräte, machen wir wieder so genau, da ist keine Wand drauf. Die sind teilweise aus Metall, ja, hochwertiger vielleicht oder auch nicht. Oder ich glaube, das Ding, ja, guck mal, hier haben wir ein Original von Gardena. Ich kriege dafür jetzt kein Geld. Ja, Gardena, das funktioniert auf jeden Fall, das ist tropfsicher, solange die Gummidichtung zumindest heil ist. Was ich mit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Produkte, die sind nicht so gut. Es gibt Produkte, die sind besser. Ich würde bei sowas lieber auf die Qualität lieber achten und sagen, ich hier investiere ich lieber ein bisschen mehr. Der weiß mir, das hält. Ja. Aber zumindest, ich darf diese Produkte alle in die Kamera rein zeigen und für werben und so weiter und so fort, wenn ich es möchte, wenn ich für werben möchte. Wenn ich die Produkte selbst gekauft habe, selbst dann, wenn ich mir die Produkte selber gekauft habe, darf ich sie in die Kamera zeigen und meine Meinung dazu äußern. Da darf keiner was zu sagen. Da kann keiner was zu sagen. Das gilt zur Meinungsfreiheit. Und wenn ich dann meine, dieses Produkt ist halt blöd, dann müsste ich im schlimmsten Fall im Video nachweisen, warum das meine Meinung ist. Ja, also ich darf nicht in Videos logischerweise einfach irgendwas behaupten. Im Motto, ich gehe davon aus, dass dieses Produkt scheiße ist. Das hat doch das böse Wort gesagt. Mücke, geh weg. Ja, das darf ich beispielsweise nicht. Ich müsste von Art an nachweisen, weil sonst könnte mir der Hersteller sagen, ja, du hast damit absichtlich schlecht beworben, unser Artikel. Deswegen, in Sachen bei Meinungsfreiheit, bei Videodreh, immer zeigen, auch für alle anderen YouTuber draußen, immer zeigen, wenn ein Produkt nicht gut ist, warum es nicht gut ist. Laut eigener Auffassung nicht gut ist zumindest, ja? Die private Meinungsfreiheit. Ja, und als Tampmehl zum Beispiel, ich nehme kurz meine große Box wieder, als Tampmehl dürfte ich dieses Produkt theoretisch nicht nehmen, um zu wir testen. Ja, dürfte ich beispielsweise nicht machen. Theoretisch. Weil auf diesem Bild, was man dann quasi hat, man hat ja hier ein Bild, könnte ein Urheberrecht darauf bestehen. Auf das Foto, auf das Produkt ist ein Urheberrecht. Das dürfen wir nicht in der Kamera als festes Bild fixieren. Ein Video, ja, dürfen wir machen, mit was wir wollen. Ja, aber ein Thumbnail darf man sowas nicht reinmachen. Also man darf es schon reinmachen, aber da könnte es urheberrechtliche Probleme geben. In der Regel, mal wieder das Thema Urheberrecht ganz kurz nochmal zum Schluss. In der Regel ist es aber so, dass auch Firmen, wenn ich jetzt das Produkt in die Kamera als Thumbnail reinmache, wir testen Formil. Ja? Also Formil, ja, als Formil. Ja? In der Regel sagen die Firmen nichts dazu. Weil es ist ja Werbung im positiven als auch im negativen Sinne für die Firma und die Firma, jede Firma, auch ich mit Marco Lorenz Entertainment, hat dann die Möglichkeit, bei Videodrehs zum Beispiel, beim nächsten Mal zu sagen, wenn ich negative Kritik kriege, was mache ich beim nächsten Videodreh anders, was mache ich beim nächsten Videodreh vielleicht besser. Ja? Also theoretisch denken sich Firmen darüber, gut, da ist ein YouTuber, der macht ein Video drüber. Der hat 500.000 Abonnenten, habe ich in diesem Fall nicht. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis und schreiben ihn an. Danke dafür, dass du uns getestet hast und danke auch für deine Meinung und so weiter. Wir schicken dir ein neues Produkt meinetwegen zu, wo wir sagen, es ist überarbeitet und ist besser. Die Möglichkeit wäre da. Das könnten wir für machen. Ja, aber es gibt auch manche Firmen, die meinen von der Art, oh, nein, ich möchte nicht, dass du Videos von uns bringst und tun dann kurzzeitig auf YouTube sperren. Das Thema wird auch geklärt, dazu auch nicht weiter eingehen. Wer was zu diesem Thema wissen will, in unserem Forum. Jetzt noch kurz eine Sache, die ich mir gekauft habe. Das kann ich auch ruhig in die Kamera zeigen, weil das ist so anonym Produkt von ich will nicht sagen AliExpress, auch nicht Wish, von, wie heißt das andere Firma, von Timo. Von Timo finde ich bis jetzt nicht schlecht, habe ich noch nicht angebaut, muss noch anbauen. Ein Solarpanel. Ein Solarpanel mit Lüfter. Ja, das Ganze dient, ich habe davon zwei Lüfter dran an diesem Solarpanel. Da, zwei Stück. Das Ganze dient, weiter runter, zur Haus-, B- oder Entlüftung. Das wird quasi bei uns auch montiert im Gartenhaus. Muss ich mir mal irgendwann mal die Mühe machen, dann ein Loch im Gartenhaus freischneiden, damit man es quasi montieren kann.
damit die warme Luft, zumindest bei Sonnenschein, raus transportiert wird und nicht mehr im Garten noch drin bleibt. Kostenpunkt, ich glaube 30 Euro ungefähr. Kenne ich so auf dem deutschen Markt noch nicht, aber ist ja genauso auch wie unsere Pumpe, die derzeit defekt ist, muss man reparieren. Ich habe hier eine schöne Pumpe. Ich muss den Schlauch ab. Zack. Die gibt es mittlerweile auch schon in Deutschland zu kaufen, aber natürlich nicht in diesem Design. Das ist eine Wasserpumpe. Da wird quasi mit Druck Wasser reingepumpt, dann durch Batterie rausgespritzt. Ist eine geile Sache, macht auch viel Druck, aber ich bin leider mittlerweile kaputt gegangen. Könnte ich mir jetzt neu kaufen, da gibt es mittlerweile in Deutschland auch schon zu kaufen, aber ich muss jetzt mal diese Verbindung hier reparieren irgendwie. Habt ihr schon einen Plan, aber da werde ich nächste Woche wahrscheinlich jetzt beigehen. Erst dazu kommen, damit wir die Pumpe wieder benutzen können, damit wir Druckwasser haben. So, also, ihr seht, die Woche war sehr schön. Wir hatten auch diese Woche auch schon mehr Dreharbeiten gehabt, und zwar ein Lost Place. Wir waren in der Dekor-Mühle zu Gast gewesen. Ihr bei uns in Dirko, ein Lost Place, ja, wo wir quasi, also das ist kein reines Lost Place, das Gebäude wird noch bewirtschaftet durch einen mittlerweile ein Restaurant, ja, der ist auch Besitzer, der auch das, der Schloss hat, der die Mühle hat. Aber zumindest im oberen Bereich, im ersten, zweiten und dritten Stock, da von der Art dürfen normale Personen nicht rein. Wir hatten die exklusive Möglichkeit da gehabt, reinzuschauen. Das Video gibt es demnächst auf YouTube, dauert noch ein bisschen. Aber ich habe zu dem Mann noch gesagt, pass auf, er hat noch viel Arbeit vor sich, um dieses Lost Place auch teilweise wieder begehbar zu machen. Mal teilweise die Fußbodenplanken kaputt und so weiter. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache es einfach mal auf meinen Namen. Alle, die gerne diese Mühle unterstützen wollen, damit der Besitzer sie nach und nach restaurieren kann und vielleicht auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen kann. Bitte, bitte spendet. Das Ganze könnt ihr machen unter mein PayPal-Konto. Macht am besten Betreff Mühle hin, damit ich auch weiß, dass es Geld für die Mühle ist. Ja, alle, die von Arthur auch wollen, dass dieses historische Gebäude über 200 Jahre mittlerweile alt erhalten bleibt. Hier seht ihr mal ganz kurz ein, zwei Drohnenaufnahmen davon. Die Innenaufnahmen habt ihr ja auch schon gesehen auf YouTube, mal kurz und Reinblick schon mal gehabt. Wird diese Mühle müsste von innen drin auf jeden Fall noch ein bisschen repariert werden. Also wer Lust und Zeit hat, da die Mühle zu unterstützen, gerne über unser PayPal-Konto einfach was überweisen mit dem Betreff Mühle, und wir werden es dem Mühlenbesitzer zukommen lassen, damit er diese Mühle auch für die nächsten Generationen aufrechterhalten kann oder auch mal andere Personen einladen kann, einen Mühlengang zu machen, ohne dass man da groß Gefahr mit hat. Ihr werdet es in dem Video ja noch sehen, was ich erstellen werde. Ist auf jeden Fall reparaturbedürftig. Das war's von mir. Erstmal ganz kurzer Wocheneinblick. Wir sind jetzt Wochenende auch unterwegs, kommen erst am Montag wieder nach Hause. Also denkt dran, abonnieren, teilen. Ich freue mich über jedes neues Abo, über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jeden neuen Forum. Ich freue mich über jedes neues Forumsmitglied, sagen wir es eher so. Ist jetzt auch nicht ganz deutsch richtig, aber ist auch egal. Es ist Freitag. Ja? Denkt heute Abend dran, 20:15 mein Opa seine Reise anzugucken. Die letzten Premieren laufen jetzt nach und nach runter, und dann haben sich die Reisen auch erledigt. Die sind nach wie vor online, auch wenn da teilweise Urheberrecht drauf besteht, aber die sind online für jeden verfügbar. Da gibt es keine Bann-Gefahr, also ein Motto, wo andere sich extrem aus dem Fenster rauslehnen und dieses Fenster vielleicht bald wieder sehr weit schließen müssen. Wir werden es sehen. Also, Kommentare gerne unter dem Video, anmelden im Forum gerne und abonnieren, auch ganz schön und sehr nice und sehr wichtig für den Kanal weiter Ausbau. Ja, das war von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Marco Loras. Ich sage tschüss, tschüss mit Winke, Winke. 20:15 einschalten, Videopremiere. Und mal gucken, wo wir am Wochenende sind, ob ich da vielleicht auch ein paar Aufnahmen machen kann. Nicht mehr Drohnen, sondern mit der Handkamera ein paar Sehenswürdigkeiten vielleicht aufnehmen kann oder allgemein so eine City-Filming machen kann. Muss es sehen, weil das Wetter soll ja unbeständiger werden. Mal gucken. Also, bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst. Euer Marco Loras. Macht's gut. Tschüss. Abonnieren, teilen. Ich hab euch lieb. Guck mal, Adleraugen. Ich sehe euch. Ah. Tschüss.